gruselige Nintendo-Werbeclips. Nintendo. Destroy Mario. You cannot beat us. Discover new worlds. Ja, Leute, ihr habt richtig gesehen. Jetzt rund um Halloween will ich noch ein bisschen creepy Nintendo-Kram bringen und da gibt es nichts Besseres als verstörende Werbeclips von damals. Und für das nächste Video habe ich auch was richtig Gruseliges geplant. Deswegen bleibt up to date. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Clip. We are Nintendo Ultimate TV Games. You cannot beat us. You cannot beat us. You cannot beat us. We are Nintendo. Leute, hier bin ich ganz ehrlich, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Hört euch mal diese Stimme an, das ist ja einfach nur richtig krank. You cannot beat us, du kannst uns nicht besiegen. Damit wollten sie so ein bisschen im Fernsehen damals alle Spieler herausfordern und den Ehrgeiz sozusagen hervorkitzeln mit diesen Worten. Aber ganz ehrlich, es ist doch einfach nur verstörend und creepy, diese Worte und allgemein Lakitu und Bowser und von Duck Hunt und sie die guten alten Klassiker alle, aber extrem gruselig alles aufgebaut. Also ihr könnt mal eure Meinung dazu in den Kommentaren schreiben, das würde mich echt mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Heutzutage, wie gesagt, wäre auch so ein Werbeclip im Fernsehen unmöglich. Hi, watashi Katherine yo. Super Mario USA de Tech Kara o enjiteru no. Eru wa? Amerika ga eri no Famicom Softo. Super Mario USA. Fucking Birdo, Leute. Von Super Mario Bros. 2 und zwar in der USA-Fassung für den Famicom 1992 war das der offizielle Werbeclip, der im Fernsehen lief. Wo Birdo ja noch ein Antagonist ist. Und Leute, ihr müsst wissen, Birdo ist hier ein Mann. Von Nintendo haben wir die Aussage, dass Birdo nicht weiblich ist. Und das sieht man in dem Werbeclip auch wunderbar, weil er hier von auch einem Mann gesprochen wird. Also da muss man sich wirklich fragen, was hat sich Nintendo dabei gedacht? Also heute wäre so ein Werbeclip undenkbar. Obey me, Wario. I am your master. Mario is your enemy. Don't let Mario get the 6 golden coins. Don't let Mario reach the palace. Obey Wario. Destroy Mario. Hier noch ein weiterer creepy Werbeclip von Nintendo. Ich bin aber ehrlich, ich finde den jetzt nicht so schlimm wie den davor, aber ganz ehrlich, so ein Spiel zu vermarkten, man will ja ein Spiel vermarkten mit purem Spielspaß. Und hier wird der Antagonist, was ja bei Super Mario Land 2 6 Golden Coins für den Nintendo Game Boy, war das ja Wario, der das Schloss eingenommen hat und man musste dann die 6 goldenen Münzen einsammeln, um letztendlich ihn zu besiegen am Ende. Aber mit dieser Stimme und diesem hypnotischen Design in seinen Augen und im Hintergrund und alles, das so im Fernsehen auszustrahlen, Leute, das ist wirklich gewagt, also, weil das Spiel an sich ist ja richtig gut. Die hätten einfach viel Gameplay zeigen können und das alles ein bisschen spaßiger aufziehen können. Haben das aber alles ein bisschen in diese dunkle, böse Schiene dann am Ende gezogen. Aber trotzdem ein geiler Werbeclip. Das waren drei verstörende, creepy, gruselige Werbeclips von Nintendo aus der Vergangenheit. Und jetzt rund um Halloween kommen noch ein paar andere creepy Videos über Nintendo/Mario. Wenn euch das gefällt, abonniert den Kanal. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein und we are Nintendo.